Willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Hier seht ihr, was passiert, wenn man Banjo und Kazooie längere Zeit nicht bewegt. Dann fängt Kazooie nämlich an, Banjo zu ärgern. So, unser erstes Puzzleteil haben wir in dieser Welt gefunden. 10 Stück gibt's in jeder Welt. Ist eine ordentliche Anzahl. Ich glaube, insgesamt gibt's 90 Puzzlos. Nennen wir sie Puzzlos oder Puzzleteile, wie auch immer. Du mieses Katzenvieh! Yeah, Energie. Jetzt bin ich am überlegen, was wir zuerst machen. Ich weiß es. Erstmal an diesem Steintypen vorbei. Ich will mal schauen, ob man gleich mal in den Optionen... Naja, das mache ich später dann. Ob man die Steuerung irgendwie umändern kann, dass runter hoch ist und hoch runter. Na, wär's da wohl. Ich muss das Ding... Alter, diese Steuerung, die ist voll... Wie heißt das? Empfindlich. Das muss ich runter. Ah, das ist so mies. Ah! In your face. Jetzt hier noch. Yeah. Und komm, gib ihm. Ja. Noch 2 Stück. Eat. No. Jetzt, oder? Yeah. Und nochmal. Juhu. Die Tür ist offen. Gehen wir mal rein. Mal schauen, was sich hier verbirgt. Wie die Musik sich... Was hast du? Es ist furchtbar. Ich kann Tagizans unbezahlbares Relikt-Dingens nicht finden. Es wurde bestimmt gestohlen. So ein Pech. Was kümmert's uns? Helft Chef Boltazin und ich schenke euch ein Puzzlo. Ein Puzzle? Ja, wenn das so ist. Großartig. Ich öffne euch den anderen Eingang. Aber beeilt euch bitte. Huh, das war ganz schwierig zu lesen. Also, hier hat sich die Musik auch verändert. Ihr seht hier drinnen. Wartet mal, hier gibt's was. Das weiß ich, dass es hier was gibt. Nur komme ich da auch hin, wo ich hin will. Ja, Mann, guck mal. Eine extra Honigwabe. Was man damit machen kann, das erfahren wir dann in einer der nächsten Folgen. Und hier ist schön alles voller Gold. So, okay, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, dass ich erstmal hier... Ah, ich muss aufhören, wie Banjo zu reden, ey. Hab mir das irgendwie voll eingeprägt. Hier in diesen... Moment, ich zeig's euch mal in der Ego-Perspektive. So, das ist Mumbos Haus. Sieht ähnlich aus wie in Banjo-Kazooie, da hat der Mumbo ja auch ein Haus, aber naja. Hier sieht's ein bisschen anders aus, stylischer. Du hast ein Globo gefangen. Man sagt, sie haben magische Kräfte. Yeah. Hört ihr da jemanden schnarchen? Wer ist das nur? Unser Kumpel hier, der Mumbo. Ah, Bär und Vogel, endlich hier. Mumbo, bester Schamane, in Spiel. Also hat neuen Schädel gebaut. Mumbo auch wollen helfen. Aber du erst müssen finden, Zauberwesen. Wir haben ein Globo. Müssen Zauberwesen geben, Mumbo. Wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbos Hilfe? Na klar. Natürlich. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es werfen in Mumbos Tasche. Jawohl, die Hose gerichtet. Ah, Mumbo, endlich werden ein Held. Drücken X für mächtigen Schamanenschockstock. Mich auf meinen Stuhl zurückbringen, wenn wieder Bär und Vogel sein wollen. Alright, jetzt, das ist auch eine Neuerung zu, im Vergleich zu Banjo-Kazooie. Man kann hier auch als Mumbo spielen und sein Attack, ja, Baby, friss. Wenn man es so lange macht, hört es dann irgendwann auf. Aber wir konzentrieren uns jetzt darauf, was man mit diesem Schamanen hier in dem Level machen muss, sollte. Oder wie auch immer, denn er hat etwas Spezielles an sich, das zeige ich euch gleich. Meistens braucht man seine Hilfe wirklich, um auch alles im Spiel, also zu 100% zu schaffen, sage ich mal. So, schaut mal hier. Drücken B für mächtigen Mumbo-Zauber. Machen wir.
hoffen, das funktioniert. Beschwörung des goldenen Goliath. Oder wie auch immer. Jo, jetzt sind wir hier ein Riese. Mumbo-Magie lassen goldenen Goliath auferstehen. Magie dauern nur kurze Zeit. Wenn wieder ich sein wollen, Statue zu seinem Platz bringen und B drücken. Okidoki. Mach mal erstmal hier, was man mit dem Vieh am besten machen kann. Nämlich die Dinger. Bam, Alter. Wegkicken. Damit sie uns nicht nerven. Dann hier einmal die Tür. Freimachen. Ist das nicht geil, Alter? Diese Musik, Mann. Ich spüre förmlich, wie mich gute Laune überkommt, wenn ich diese Musik höre. Den hau mal weg! So, und dann verschwindest aber auch du. So, und... Bam! Da können wir auch mit diesem Goliath hinein. Ich weiß gar nicht mehr, was hier genau war. Was ich mit dem Goliath machen muss. Smaragdschlangenhain. Ah ja, jetzt weiß ich's. Hier haben wir ein leicht verdientes Puzzlo. Bam, bam! Yeah! So, die Zeit ist gleich um, aber ich glaube, mehr muss man mit diesem Koloss auch nicht machen. Ich gehe mal hier rein. Vielleicht gibt es ja hier noch was. Jawohl, eine Plattform, die wir aktivieren können. Und gleich heißt es, auf Wiedersehen! Mumbo-Magie jetzt zu Ende. So, das war's auch schon. Ich glaube, mit Mumbo müssen wir nichts mehr machen. Das heißt, ich bringe ihn jetzt zurück. Und dann werden wir als Banjo und Kazooie wieder am Start sein und schauen, dass wir hier noch ein paar Puzzlos in dieser Folge einsacken. Weil bis jetzt haben wir ja nur eins. Beziehungsweise insgesamt zwei in dieser Welt, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Dieses Ding habe ich aktiviert, oder? Na, Logo. Alright. So geil, Alter. Also, einfach hier hin. Und dann heißt es, schau, Mann. Danke für die Hilfe. Bester Schamane im ganzen Spiel, wie er gesagt hat. Und das kann ich so unterschreiben. Jetzt, bevor wir etwas anderes machen, will ich erstmal hier rüber, denn ich habe hier etwas Wichtiges vergessen. Hier versteckt sich nochmal unser Kumpel Jamjas oder Yamjas oder wie auch immer. Yo. Batsukatsu, dieser Move macht richtig Spaß. Mit Kazooie als Knarre gibst du jetzt Gas. LT oder RT feuert die Eier hoch wie tief. Werde jetzt in Tagizans Tempel aktiv. Das ist dann alles. Weggetreten. So. Noch einen Move erlernt. Jetzt würde ich sagen, komme ich hier irgendwie unbeschadet runter. Na Logo, im Wasser. Also, wenn ich im Wasser lande, dann passiert mir Gott sei Dank nichts. So, Simba, lass die Kabel bitte. Auch mein Kater, ey. Immer irgendwie auf Zack und immer auf der Suche, mich irgendwie zu ärgern oder Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Kiara macht das zwar auch ab und zu, aber nicht immer. Jetzt will ich erstmal... Das ist auch ein Move! Juhu! Seht ihr, fliegen ist zum Beispiel auch ein Move aus Banjo-Kazooie. Und diese... wie heißt das? Diese eine Attacke, die ich gemacht habe im Flug. So, jetzt haben wir einen grünen Jinjo. Noch mehr Federn, dass wir mehr fliegen können. Also ich weiß nicht, ob ich euch in der letzten Folge gezeigt habe, aber man kann stampfen. Ist auch ein Banjo-Kazooie-Move. So, dann können wir jetzt nochmal fliegen. Wie die Musik sich ändert und gleich wieder, wenn ich im normalen Level bin. Simba! Hey! Lass das mal stehen hier. Wo ist denn das andere Ding? Ah, da vorne. Schaut mal, wenn ich jetzt X drücke. Wuhu! Voll der Sturzflug. Alter, diese Steuerung, Mann. Das muss ich unbedingt ändern. Das ist unnormal. Wartet mal kurz. Ah, halt. Hilfe und Optionen. Steuerung. Nein, das ist klar. Zurück.
Einstellungen. Ja, ja. Y-Achse umdrehen. Bitte. So, jetzt. Denke ich, ist es um einiges einfacher zu fliegen und alles zu machen. Ja, natürlich. So, jetzt. Wann habe ich das nicht früher gemacht? Grundhildas Versteckeingang. Prima, du hast eine meiner fehlenden Seiten gefunden. Komm zu mir, wenn du 5 Seiten hast. Ich bin in Grundis altem Versteck im Spiral Mountain. Das ist Cheeto. So, wo bin ich jetzt? Schatzkammer. Da. So geil. Jetzt erstmal hier den Schalter. Ah ne, da muss ich einfach drauf. Genau, dann öffnet sich das hier. So. Jetzt sind wir in der Unga-Bunga-Höhle. Und hier ist etwas, das nicht ganz so einfach zu machen ist. Ich muss hier... Ah, nein! Raus aus Ungas Höhle! Seht ihr, ich war ein bisschen zu laut, das heißt nochmal rein. Der Typ pennt und er hat Stroh auf dem Boden und wenn ich dann ein bisschen zu schnell laufe, dann macht das eben ein Geräusch und dieser Neandertaler Höhlenmensch wacht dann auf. Das heißt, ich muss den Controller ganz sachte bewegen. Uiuiui, das ist mit dem Xbox One Controller alles andere als einfach, seht ihr? Alter! Ja, ja, ich weiß, raus aus Ungabungas Höhle. Halt die Klappe, Alter. Nun rasier dich mal. Oder hast du überhaupt einen Bart? Nee, schneid mal die Haare, Alter. Auch wenn ich selber mal lange Haare hatte. Aber ich weiß, Neandertaler werden ja meistens mit langen Haaren dargestellt. Jetzt... Och nein, jetzt renne ich da auch noch direkt hin. Halt dein Maul! Doch, rasier dich, da kann sich rasieren. Putz mal deine Zähne, Alter. Was ist mit dir los? Sacre bleu. Sacre. Unga-Bunga-Höhle, ja. So, jetzt... Alter, ist das schwierig. Den Controller nur ganz sachte. Ganz... Ja, ja. Noch... Das war zu schnell. Guckt euch das an. Oh, shit, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ja, 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 komm. Klappe halten. Halt die Klappe, Neandertalus. Oder bist du etwa ein Homo Sapiens? Oder sogar schon ein Homo Sapiens Sapiens? Wie mache ich das? Ich kann den Controller... Ah, das ist zu schnell. Boah, das ist... Boah, ey. Oh Gott, ich schaff's nicht. Ah, nein. Das ist schwierig, Alter. Glaub mir. Ja, ja, komm. Beruhig dich. Alter, der Controller ist übelst empfindlich. Übel. Wartet mal, ich probier mal hier. Das ist zu schnell. Zu schnell. So muss ich laufen. Das ist schon zu schnell. Boah, einen Mikrometer. Oder vielleicht sogar nur einen Millimeter zu schnell. Und ich probiere es mal mit dem Zeigefinger. Vielleicht hat der ein bisschen mehr. Oh nein. Alter, wie mache ich denn das jetzt am besten? Oh, Alter. Oh. Ja, so muss es sein. So. Nicht so. Ganz langsam, Benjo. Oh mein Gott. Er ist wieder aufgewacht. Halt dein Maul, du haariger Knüppelmann. Heieieiei. Ist das schwer. Kann man die Empfindlichkeit irgendwie zurückschrauben? Nee, ich glaube nicht. Boah, ist das schwierig, ich sag's euch. Alter Schwede. Ich muss irgendwie meinen Finger so hinlegen. Wartet. Ich versuch's jetzt mit der rechten Hand. Ihn nur ein kleines bisschen nach vorne zu halten. Ja. Nein. Komm. Lauf. Oh. Oh Gott. Langsam. Benjo, lauf. Geh. Oh Gott, das ist so schwierig. Ja. Alter, jetzt bloß keine Taste drücken. Ich hatte den Controller gerade richtig krampfhaft. Okay, ich bin... Ein Drittel oder so habe ich geschafft vom Weg. Komm bitte, Benjo. Lauf, nur lauf. Komm. Bitte. Ich muss nur darüber kommen. Nur darüber kommen. Psst, Leute, wir müssen ganz leise sein. Der Neandertaler hier darf nicht aufwachen. Oh Gott,
Warum dreht sich die Kamera? Nein, 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 lauf! Alter, mit irgendwelchen Tricks versuche ich mich hier... Oh Gott, er läuft wieder. Nur nicht dahin, wohin ich will. Alter, mit dem Daumen kann man das vergessen. Ich halte den Stick gerade mit meinem rechten Zeigefinger und Daumen. Lauf noch! Lauf! Komm bitte. Ein paar Millimeter. Okay. Komischerweise hört der Typ das nicht. Aber das Gute ist, ich habe es jetzt geschafft. Jetzt kann ich einfach hier... Oh Gott, was für eine schwere Geburt, Alter. Es war eine Geburt von Drillingen gefühlt. Huiuiui. Übel dübel. Aber ich hab's geschafft. Niemand zweifelt an meinen Skills, oder? Oh mein Gott. Ja, das war... Okay, jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Wo ist denn der Ausgang? Da vorne, oder? Nee. Hier hinten. Bin ich von da gekommen? Ja, ja, ich glaube schon. Gut gemacht. Bin stolz auf mich. Schatzkammer. Hoi, hoi, hoi. Oh, ist hier was? Ich will richtig gucken. Okay. Zurück. Kumpel, schau mal, was ich für dich habe. Ihr habt Targizans unbezahlbares Reliktdingens gefunden. Der Neandertaler hatte es gestohlen. Diese kleinen Diebischen. Sagte, das ist ein Familienspiel. Oh ja, ich vergaß. Ich gebe euch einfach ein Puzzle. Das macht Sinn. Ist das geil. Unga-Bunga-Höhle. Ah, Kieselstein weg. Ich jetzt großes Problem haben. Viele Schläge. Tja, Neandertaler, da hast du Pech gehabt. So, holen wir uns das Puzzle, da ist es. Bäm, bäm. Ich frag mich. No, das kann ich noch nicht. Shitty Spansky, bin ich hier gerutscht, ey. Da, 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 da. So, jetzt will ich mal was schauen hier. Alter Schwede, so geht's nicht. Da, 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 da. Alter Schwede, ich muss aufhören. Fange ich schon wieder so an. So. Was geht? Ah! Oi. Porten wir uns nahe Wumbas Wigwam. Hühü. Weg. Oder bin ich hier... Nein, das nehme ich jetzt nicht. Doch, ich glaube, ich bin hier falsch. Gefängnisareal. Ich glaube, hier ist es. Ich war doch richtig. Dann bin ich hier auch falsch. Ja, ich bin hier definitiv falsch. Wartet mal, ich will nämlich was ganz Bestimmtes machen. Ja, stelle dich einfach auf das Warpfeld und drücke B, um zu reisen. Ich weiß. Nahe Wumbas Wigwam. Da muss es etwas geben, was ich jetzt übersehen habe. Nein! Okay, das ist egal. So, wo ist es? Ich suche etwas Bestimmtes. Da will ich noch nicht hin. Was gibt es hier? Da, da will ich hin. So. Griffelgriff. Hör gut zu, sonst dran wird's mangeln an Vorsprüngen. Du jetzt kannst hangeln. Bewege dich einfach immer weiter. Mit X attackierst du dann ganz heiter. Das ist dann alles. Weggetreten. So, dann können wir hier gleich den Jinjo hier holen. Na komm. Kann man sich nämlich wunderbar festhalten. Juhu! Katze? Stirb! So,
jetzt einmal kurz darüber gucken. Okay, da habe ich ja das Puzzle geholt mit diesem Riesen. Mit diesem riesigen Koloss. Oh, komm, hau ab! So, dann würde ich sagen, bleibe ich hier stehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao!